Ihre waffenscheinpflichtigen Beine, die Follower, innen. Ihr Beitrag auf Instagram ist zwar schon einige Tage alt, doch seit die Sat. 1 Frühstücksfernsehen-Moderatorin Ina Dietz 50 ihn gepostet hat, wird sie mit Komplimenten regelrecht überschüttet. Auf dem Foto ist die hübsche TV-Bekanntheit bei einem Spaziergang in Berlin zu sehen. Die Sonne strahlt vom Himmel, ein ebenso strahlendes Lächeln ziert das Gesicht der 50-Jährigen. Neben dem fröhlichen Blick ist es aber vor allem ihr Kleid, das die Aufmerksamkeit ihrer Fans erregt. Das burgund der farbene Minidress in A-Linie ist recht kurz, gibt den Blick auf ihre Beine frei. Und genau die sind es, die den FollowerInnen besonders positiv auffallen. Die schönsten und besten Beine im TV. Schreibt etwa ein Follower. Sieht sehr hübsch aus, liebe Ina, schreibt ein weiterer. Ein Follower bezeichnet ihre Beine sogar als waffenscheinpflichtig. Zu dem sexy Kleid kombiniert Ina Dietz schwarze Pumps und macht den Look so perfekt. Zusammen mit ihrem Geschäftspartner Jeremy Adams hat es sich Jessica Biel, 40, zur Aufgabe gemacht, rezeptfreie Kindermedizin zu entwickeln, die gesund und frei von künstlichen Inhaltsstoffen ist. Zum Launch der Gesundheitsmarke KinderMed präsentiert sie sich in einem besonders schicken Lederlook. Die Ehefrau von Justin Timberlake, 41, setzt auf einen All-Over-Style in Braun, der ganz besondere Details aufweist. Der schöne Jumpsuit mit Knopfleiste und einem klassischen Hemdkragen wird durch einen langen Gürtel optisch von der Hose getrennt und lässt den schicken Look etwas lässiger wirken. Das wahre Highlight des Pieces sind jedoch die Schlitze an den Armen, die ihm einen ganz besonderen Twist verleihen. Kris Jenner, 67, feierte erst vor kurzem ihren Geburtstag mit der ganzen Familie. Nun ist für den Momager der Kardashian-Familie ein echter Traum in Erfüllung gegangen, sie hat ihr erstes Vogue-Cover bekommen. Mit 67 Jahren ziert der Reality-Star das Cover der Leaders-Ausgabe der Vogue Tschechoslowakia für den Dezember. Auf ihrem Instagram-Account teilt sie Fotos ihres Covershoots mit dem Fotografen-Duo Luca und Alessandro Morelli. Auf den schwarz-weißen Bildern trägt die Mutter der Kardashian-Schwestern verschiedene Looks. Zum Beispiel ein bizarres schwarzes Kleid, das an eine Krake erinnert. Kris Jenners Coverlook ist von Designer Travis Tadeo und ihr Statement-Schmuck von Patricia von Musolin. Auch Töchter Kourtney und Kim Kardashian, sowie Kendall und Kylie Jenner zierten schon mindestens einmal das Cover des weltbekannten Modemagazins. Nur Khloe Kardashian fehlt noch in der Reihe der Covergirls. Die Promi-Looks der letzten Woche finden Sie hier.